Kennt ihr denn dieses gute Stück hier noch? Ja, genau, das ist die Oculus Rift Developer Kit 1. Es ist lange, lange her. Im März 2014, vor 10 Jahren, ist dann angekündigt worden, dass Oculus zu Facebook übergeht und dann ist die ganze Sache losgegangen. Ja, also es ist einiges passiert seit diesem Ding, was eine meiner ersten VR-Erfahrungen war, und ich werde euch mal darüber berichten, wie ich das denn so empfunden habe oder was es denn alles gab seit dem Ding hier und wie ich so die Verbesserungen empfunden habe und was ich so erwarte, was in der Zukunft kommt. Ja? Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Danke an meine Sponsoren Woodgoss VR, Opperman Events, Virtual Escape Area One und Virtual Reality Center Basel. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. Ja, an alle, die sich jetzt fragen, warum hat der Verrückte so viele VR-Brillen? Also ich bin seit 2016 VR-Hardware-Tester, ja, und ich teste und vergleiche alle Headsets, deswegen nicht wundern, ja, nur kurz dafür. So, jetzt gehen wir die alle mal durch, von ganz Anfang bis das, was es im Moment gibt. Ich habe sie alle gehabt, ich habe sie alle benutzt, ja, und ich kann euch einiges darüber erzählen. Warum habe ich überhaupt mit dem Kanal angefangen? Und zwar, das lag hier an diesem Ding. Das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Das hier ist die sogenannte Oculus Rift DK1. Das ist das erste Developer-Kit, das kam im März 2014, glaube ich, irgendwie oder so. Ja, also ich meine, ich habe es 2014 ausprobiert. So genau weiß ich nicht mehr. Ich habe es auch nicht aufgenommen, ich habe kein Datum mehr. Ja, und mit diesem Ding hier, das ist auch ultra leicht, ne? Also ich glaube, ich möchte es sogar noch mal aufsetzen. Geht das überhaupt noch? Ja. Das ist, so, das ist ganz leicht auch, ja. Und hiermit konntest du zum ersten Mal in der neuen Generation VR-Spiele oder VR-Erfahrungen dir anschauen, so gut wie ohne Verzögerung. Es gab ja schon damals, ich habe ja schon in den 90er Jahren diese, sieht man die, glaube ich, da noch, ja, die VFX1 Headgear, die habe ich in den 90er Jahren schon benutzt. Da habe ich schon Duke Nukem 3D und alles mitgezockt. Das war aber so schlecht, das ist kein Wunder, dass das zugrunde gegangen ist. Aber hiermit hat es dann nochmal angefangen. Und die erste Erfahrung, die ich damit ausprobiert habe, werden vielleicht einige sogar noch kennen. Ich glaube, das nannte sich Tuscany. Das war so ein Haus, so ein italienisches Haus aus der Toskana irgendwie, ja. Und da konntest du die Brille aufsetzen und konntest durch dieses Haus durchgehen und dir alles so angucken. Ich habe gedacht, oh, ich bin komplett umgeklappt, weil das die neue Generation von VR war. Und damit hat alles angefangen. Das war so cool, ja. Und dann habe ich dann auch irgendwann, ich weiß nicht mehr wann es war, konnte man dann die Rift und so vorbestellen. Ab dann ging es alles los, ja. Das ist die erste. Die war aber noch nicht im Handel erhältlich. Das ist ein Entwickler-Kit. Ja, ganz wichtig. Das ist ein Entwickler-Kit. Da war noch nicht so wirklich Controller dabei, ja. Und man konnte auch nicht wirklich im Raum tracken und alles. Das war alles noch nicht möglich, aber so schon umhergucken, das war unfassbar gut. So, und dann ging es aber an die Endkunden. Und das war alles so im März, April, ja, 2016, dann ging es weiter. Und zwar mit der Oculus Rift CV1. Das ist dieses gute Stück hier. Ja, das war dann wirklich für die Endkunden schon. Das war der absolute Burner. Ja, damit konntest du dann halt auch wirklich im Raum Spiele zocken. Aber erst ein bisschen später. Am Anfang ging das noch nicht so gut, aber später konnte man dann mit zwei oder drei von diesen Sensoren konnte man den ganzen Raum benutzen, ja, Wahnsinn, absolut cool, und die musste man aber mit USB anschließen, ne? Die musste man mit USB an den PC anschließen, dann brauchte man Verlängerung und alles, das war schon ein Zauber, sage ich jetzt mal, ne? Das ist mir auch schon ziemlich auf den Keks gegangen, dann hat er wieder USB nicht erkannt oder irgendwas, ne? Aber du konntest damit alles zocken, und so sehen die Controller damit aus, die hatten die Ringe unten, seht ihr das? Wenn ihr die neueren habt, dann seht ihr wahrscheinlich, ihr habt die Ringe oben oder gar keine Ringe mehr. So sahen die aus. Ja, und ob ihr es glaubt oder nicht, mit der Oculus Rift CV1 kannst du sogar heute noch alle PC-VR-Spiele zocken. Ja, einfach Steam VR,
dann hier diese Basisstationen hinstellen und ihr könnt alle Half-Life Alyx, alles durch die Reihe, könnt ihr mit diesem Ding immer noch zocken. Klar ist die Auflösung für die Cuts, klar sieht man Bildpunkte und alles. Klar ist das Tracking vielleicht nicht ganz das Beste, aber es geht mit einer Brille von 2016. So sieht's aus. So, weiter geht's. Dann hat Oculus damals halt noch versucht, ja, wir gehen mal in den Standalone-Sektor. Deswegen kam im Mai 2018 die Oculus Go raus. Das ist dieses Ding hier. Das ist, wie ihr seht, hat kein Kabel, ist so ziemlich der erste Versuch, mal eine schnurlose VR-Brille rauszubringen. Und das war der Controller. Genau, ein Controller. Das war alles nur ein Mauspointer. Das ganze Ding hatte nur sogenanntes 3 Degrees of Freedom. Das heißt, die Brille wusste nicht, wo sie ist, sondern die konnte sich nur auf der Stelle bewegen. Und das war auch nur so ein Maus, so ein Laserpointer. Ja, damit konnte man nur so kleine Casual-Spielchen und ein bisschen Filme gucken oder so. War jetzt nicht so der Knaller, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, ob das Ding noch angeht. Müsste ich mal ausprobieren. Ja, aber so sieht die aus. Die war auch relativ frontlastig und so. Auflösung war natürlich auch ein bisschen komisch. Die Linsen, naja. Oculus Go. Ja. So. Dann kam der Knaller. Oder Moment, wie war es? Nee, ich glaube, erst kam im März 2019, genau. Kam zuerst mal die Rift S. Ja. Ich weiß nicht, jedenfalls irgendwie so Anfang 2019. Das war die Oculus Rift S. Ja? Die hatte natürlich eine bessere Auflösung. Die hatte keine Sensoren mehr. Man brauchte also nicht mehr diese Basisstationen. Ja? Du musstest einfach nur dieses Ding an den PC anschließen. Und wie ihr seht, hat die hier überall Kameras drin und konnte demnach sich selber tracken. Ne? Man brauchte das auch nicht mehr. Aber dafür waren die Ringe jetzt oben, weil diese Kameras haben natürlich, mussten diese Infrarotlichter in diesem Ring hier sehen und da man die ja hier oben auf dem Kopf trägt und die Controller hier unten, mussten die Ringe dann oben drüber sein, ja. Hatte ein bisschen bessere Auflösung, kann man heute auch immer noch alles mit zocken, mit der Oculus Rift S, ja. Das geht alles immer noch, super. So, und dann kam aber der Burner von Oculus. Und zwar das Ding hier. Das ist die, man würde jetzt sagen, MetaQuest 1. Ja, das ist die erste Quest. Und hiermit war es zum ersten Mal möglich, 3 Degrees of Freedom, also komplette raumgetrackte Spiele, ohne PC, schnurlos zu spielen. Das ist quasi ein eigenständiger Computer. Ja, Quest 1 wird tatsächlich jetzt nicht mehr supported, aber war halt wirklich zum ersten Mal möglich, damit Spiele zu spielen, im getrackten Raum. Das heißt, die Brille wusste, wo sie ist, ja, weil die hat nämlich Kameras hier drin, 4 Kameras, ne? Und das waren so ziemlich die gleichen Controller wie bei der Rift S, die waren auch, die haben oben halt den Ring gehabt und so, ja, und damit konntest du alles zocken. Und das Krasseste daran war, und das geht heute auch immer noch mit der Quest 1, du kannst mit der Quest 1 auch alle PC-VR-Spiele zocken. Ne? Und das geht sogar schnurlos via Airlink oder mit einem Kabel. Ne? Das konntest du alles super benutzen. Geht auch immer noch. Was nicht mehr geht, die ganz neuen Spiele werden nicht mehr supported von der Quest 1 und auch die Updates kommen nicht mehr. Also ich rate euch, diese Brille nicht mehr zu kaufen, ja, tatsächlich. Wer sie aber noch hat, kann immer noch so gut die alten Spiele natürlich noch zocken, die im Store sind und in der Bibliothek sind und alle PC-VR-Spiele. So, weiter geht's. Jetzt wird das schon richtig krasser. Und zwar kam im September 2020 die MetaQuest 2 raus. Das ist dieses gute Stück hier. Die hat dann schon wesentlich mehr Power gehabt als die Quest 1. Da hat man schon gesehen, okay, die kann viel mehr. Die hat natürlich auch eine wesentlich bessere Auflösung. Die ist leichter, die ist nicht mehr ganz so frontlastig. Ne? Super toll, also damit habe ich lange gezockt. Jetzt tatsächlich, seit die neue raus ist, nicht mehr. Ne? Super toll, die wird aber noch supported, ja? Die wird sogar noch verkauft. Ja, damit könnt ihr alle PC-VR-Spiele zocken, alle Spiele, die im Quest-Store sind, außer eins. Und
Das ist eine super VR-Brille. Ne? Wesentlich höhere Auflösung als Quest 1. PC VR tauglich, schnurlos und mit Kabel. Und so sehen die Controller aus. Die sind jetzt in weiß, haben aber auch oben drauf den Ring. So, und dann kam etwas, das habe ich auf meinem Kanal getestet, habe sie aber nicht mehr hier. Ne, die habe ich zurückgegeben, weil die mir einfach zu teuer war. Letztendlich, Preis-Leistung war nicht so gut. Und zwar im Oktober 2022 kam die Meta Quest Pro raus. Das ist der erste Ansatz von Meta, quasi eine Mixed-Reality-Brille zu machen. Ne? Die hatte eine bessere Durchsicht, dieses Pass-Through und so. Die war aber sehr, sehr teuer und eigentlich auch nicht für Spieler gedacht. Und letztendlich ist sie ziemlich krass gescheitert. Muss man ganz ehrlich auch sagen. Ja, das muss man schon sagen. Die ist nicht so gut angekommen, weil nämlich dann ein Jahr später, ziemlich genau ein Jahr später, im Oktober 2023 war es soweit, da ist die aktuelle Meta Quest 3 rausgekommen und die ist, obwohl sie viel günstiger ist, wesentlich besser als die Quest Pro. Die Pass-Through, also diese Mixed Reality an sich ist besser, das gesamte Tracking ist besser, das 3D-Raum-Tracking ist besser oder überhaupt vorhanden. Die Quest Pro konnte das gar nicht in 3D darstellen und so. Und das hier ist wirklich im Moment das Nonplusultra von VR-Brillen, was Standalone angeht. Damit kannst du alles zocken, damit kannst du auch gute Spiele zocken. Die hat eine relativ hohe Leistung auch, einen guten Prozessor drin. Und ja, damit kannst du logischerweise auch PC-VR wieder zocken. Und zwar ziemlich gut. Ne? Also für Einsteiger und eigentlich für alle anderen auch ist das hier im Moment definitiv das Nonplusultra, die Quest 3. Ja? Klar, jetzt kann man natürlich sagen, es gibt natürlich, wir haben jetzt hier die Pimax-Brillen und so, die sind natürlich noch krasser und so, die kosten aber viel mehr. Die sind wir bei 550 Euro und das ist das aktuellste. Wie gesagt, im Oktober 2023 ist die erschienen und die hat gar keine Ringe mehr. Ne? Die kann quasi mit Infrarot und mit zusätzlichem Handtracking, eine Kombination aus Handtracking und Infrarotlichttracking mit den Kameras getrackt werden. Super toll, ist auch wesentlich bequemer, ne, und vom Formfaktor ein bisschen kleiner. Ja, das waren so die Stufen tatsächlich von den Oculus- bzw. Meta-Brillen. Und in Zukunft wird das natürlich alles wahrscheinlich so weitergehen. Meta will ja sehr viel investieren in VR, AR. Im Moment ist der Fokus ziemlich krass auf AR. Ja? Man munkelt ja schon von einer Meta Quest Pro 2. Da hoffe ich natürlich, dass die dann mehr Erfolg hat und besser sein wird. Und dann wird wahrscheinlich auch noch irgendwann die Quest 4 oder so kommen. Das Ganze wird natürlich immer leichter, es wird, der Formfaktor wird immer kleiner. Bei besseren Leistungsdaten, die Auflösung wird höher, ne, die Linsen werden vielleicht besser und so. Das Tracking wird alles noch besser. Und was ich persönlich hoffe, dass Meta niemals PC-VR vergisst. Es würde mich wirklich sehr frustrieren, wenn zum Beispiel die Meta Quest 4 kein PC-VR mehr unterstützt. Das wäre wirklich ein Desaster. Ja? Das würde ich mir wünschen. Das geht ja sogar mit der Quest 1 noch. Quest 1, Quest 2, Quest 3, geht alles noch. Also mit allen durch die Reihe kannst du jetzt noch alle PC-VR-Spiele zocken. Außer die Oculus Go. Das geht nicht. Natürlich, die hat kein Tracking. Und mit der DK1, da haben manche so ein bisschen mit so ein paar Drivern und so, könnte man da so ein bisschen rummauscheln. Aber letztendlich ab der Oculus Rift CV1 durch die Reihe kann man alles mit zocken. PC-VR logischerweise. Ja, die Reise wird weitergehen. Die wird leichter, kleiner, besser. Ja, und ich hoffe, vielleicht auch noch ein bisschen günstiger. Ich bin gespannt. Ja, wir sind im Moment bei 550 Euro. Da habt ihr dann aber wirklich eine volle mobile Spielkonsole, mit der ihr die geilsten Spiele zocken könnt und auch PC-VR. Auch Simulationen. Du kannst ja auch den Microsoft Flugsimulator, Racing-Simulatoren, solange du einen PC hast, einen guten, kannst du das mit der Quest 3 machen. Und zwar gut. Ja? Super toll. Ja, das war so ein Einblick in die Geschichte von Meta und Oculus. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ja, ich werde natürlich auch in Zukunft nicht nur die Meta-Brillen vorstellen, sondern wie ihr seht, habe ich ja im Hintergrund auch alles Mögliche. Ja, Pimax, Vive und weiß der Geier, wie sie alle heißen, habe ich alles am Start.
Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke drückt und immer alle Informationen haben wollt, dann macht das jetzt, ja. Und ja, weil ihr seht, ich habe immer alles am Start, ich teste immer alles, ich bin unterwegs für euch. Und ja, ich denke, das ist eine feine Sache. Also, gebt mir einen Daumen, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao. Bude.de